So Leute und moin zusammen, ich begrüße euch zu diesem neuen Video und auch heute bleibt es weiterhin spannend, dementsprechend bleibt dran, ich habe wieder einige geile, interessante Nachrichten rausgesucht, viel Spaß dabei. Ich habe mich bereits gestern dazu geäußert, dass der Bundestag hingeht und über ein Gesetz entscheiden soll, nämlich das Emissionsschutzgesetz, und das wurde jetzt gestern Abend dann noch im Bundestag beschlossen und das sieht jetzt Folgendes vor, was ich nicht unbedingt so als toll und super achte, wie ich das gestern auch schon angemerkt habe, denn das Ganze bildet sich zu einem Flickenteppich in Deutschland. Aktuell ist es so, der EU-Wert schreibt vor 40 Mikrogramm Stickoxid pro Kubikmeter Luft. Dieser Wert wurde jetzt durch den Bundestag auf 50 Mikrogramm erhoben. Und es wäre unverhältnismäßig, sagt das Gesetz aus, wenn es nur ein bisschen über diesen Wert wäre. Das ist jetzt erstmal der Status quo, wie es jetzt geändert ist. Jetzt frage ich mich, bin kein Jurist, das kann ich nicht beurteilen, wieso kann aber jetzt der Bundestag das entscheiden, obwohl die EU-Richtlinie vorgibt, wir sollen 40 einhalten, 40 Mikrogramm, und die sagen jetzt aber nö, 50. Ist für mein Verständnis erstmal nicht ganz klar, wie das funktioniert. Was ich mir vorstellen kann, weil das Ganze natürlich jetzt versucht wird, der Sinn dessen ist es einfach, keine Fahrverbote auszuüben, sondern dass man andere Maßnahmen fährt. Die wurden aber in den Artikeln, die ich bislang gefunden habe, nicht genauer dargelegt und geäußert, was das jetzt sein kann, ob da Filteranlagen installiert werden sollen. Kritik kommt natürlich von der Opposition, genauso wie auch der deutschen Umwelthilfe, denn die sagen, der derzeitige EU-Grenzwert liegt bei 40 Mikrogramm und wird in vielen deutschen Städten überschritten. Die Bundesregierung hatte bereits Intensivstädte definiert. Wir erinnern uns, das war so im November letzten Jahres, Oktober, November rum, in denen die Belastung zum Teil weit über 50 Mikrogramm liegt und die sie besonders bei der Luftreinigung unterstützen will. Ja, also das ist genau der Trend, den ich ja vorausgesagt habe jetzt auch. Dadurch wird ein Flickenteppich passieren, weil jede Stadt, Kommune hat die Möglichkeit, jetzt durch dieses Gesetz individuell zu entscheiden. Und wir sehen das jetzt hier ganz krass am Beispiel Stuttgart wie auch Hamburg. Da werden weiterhin Fahrverbote bestehen bleiben. Da wird keine Änderung passieren. Eine Stadt Köln, so sieht es ja zumindest aus, genauso wie auch Bonn, hat sich gegen das Gerichtsurteil erstmal gegengestellt vor einigen Wochen und sagen jetzt für sich, wir lassen das jetzt erstmal so. Wir gucken mal, ob wir andere Möglichkeiten haben, das Ganze umzusetzen. Versteht mich nicht falsch, dass man andere Lösungen sucht, finde ich gut. Jedoch ist das der falsche Weg. Das kann doch nicht richtig sein, dass wir uns jetzt so einen kompletten Flickenteppich machen. Das heißt, ich muss erst als, ja, als Geschäftsmann, der jetzt irgendwo hinfährt, oder auch Privatpersonen, die irgendwo hinfährt mit dem Diesel, sagen, sorry Kunde, aber jetzt muss ich erstmal gucken, darf ich denn bei Ihnen in die Stadt überhaupt reinfahren mit meinem Fahrzeug? Da muss ich jetzt erstmal recherchieren im Internet. Das kann ja nicht Praxis sein, das kann ja nicht funktionieren. Viel, viel wichtiger als die Argumentation, die ich gerade gebracht habe, ist, wir müssen uns die Frage stellen und die muss richtig geklärt werden. Da darf nicht wieder irgendjemand hingehen, der sagt, yo, ich habe hier diese Quellen und Infos, ich habe hier diese auf der Gegenseite. Man muss endlich rausbekommen, was ist wirklich schädlich und was nicht. Und solange das nicht geklärt ist, kann ich doch nicht hier auf dieser Stufe anfangen, wenn hier der Staat ist. Wie soll das funktionieren? Das ist für mich nicht logisch. Das ergibt keinen Sinn, indem ich hingehe und mache Fahrverbote und alles Mögliche oder jetzt auch Luftreinhaltungspläne, die angepasst werden sollen in den Städten, auf einer Basis, die in Frage steht. Das kann doch nicht logisch sein. Eine Nachricht, die ich gestern Abend mit euch zusammen auch noch in einem Livestream, den ich im Hauptkanal 3nachts.me2 gemacht habe, dann nämlich gefunden habe, ist hier im Presseportal.de und zwei, drei andere Zeitschriften, Wall Street Online zum Beispiel, hat darüber geschrieben, ist eine Aussage von meinem lieblingsgrünen Politiker Anton Hofreiter. Er hat nämlich folgenden Appell, bevor das Gesetz gestern geschlossen wurde, nämlich auch geäußert. Titel ist hier, Grüne wollen verbindliches Ende für den Verbrennungsmotor bis 2030. Dann soll mir der liebe Herr Hofreiter doch mal erklären, was wir mit den Fahrzeugen, ich glaube in Deutschland sind mittlerweile über 30 oder 40 Millionen Fahrzeuge im Bestand. Dann soll er mir doch mal erklären, was mit dieser Zwangsenteignung gemacht werden soll, wie das Ganze umgesetzt wird. Heißt, wir sollen uns jetzt alle einfach mal ein neues Auto kaufen? Sein Appell, Zitat, statt halbherziger Versprechen für mehr Elektroautos braucht es den verbindlich festgelegten Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor bis 2030. Da haben wir es jetzt endlich mal schwarz auf weiß, das, was wir schon lange vermuten, was immer so unterschwellig irgendwo in den ganzen Entscheidungen der Grünen und dem komischen Quatsch, den sie fabrizieren und sagen, mit herkommt. Sie wollen es wirklich. Sie wollen uns wirklich die kompletten Verbrennungsmotoren entnehmen. Ist unglaublich. Das nächste, was jetzt gestern in diesem Gesetzesentwurf vom Bundestag auch noch beschlossen wurde, was wirklich meines Erachtens kritisch zu betrachten ist, und ich bin, weiß Gott, habe ich schon mal gesagt, definitiv kein absoluter Datenschutzfanatiker oder ähnliches, aber bei dem Thema sehe ich das ein bisschen kritisch. Es ist so, wie ich es auch gestern angekündigt habe,
stichprobenartig Kontrollen über die Fahrverbote gemacht werden. Wir erinnern uns ein paar Monate noch zurück. Da haben viele von euch in den Kommentaren rumgeschrien und gesagt, ist mir scheißegal, ich fahre einfach so in die Stadt rein. Ihr könnt es eh nicht kontrollieren. Und jetzt überlegt euch mal, was jetzt gemacht wird. Stichprobenartige Kontrollen über Kameraüberwachung, was ich wirklich ganz krass finde. Und im Zweiten natürlich dann auch noch Kontrollen von der Polizei bei einfachen Routinekontrollen. Das finde ich noch irgendwo legitim und nachvollziehbar. Gegebenenfalls sollte man sich aber auch darüber Gedanken machen, ob das der Sinn ist, dass die Polizei sowas macht, anstatt sich um Aufgaben zu kümmern, die wirklich relevant sind. Schaut einfach nur mal nach Berlin. Da wird seit Jahren wirklich Stellenabbau im Beamtentum der Polizei betrieben. Die Kriminalitätsrate spricht da natürlich ganz klare Bände. Ich habe da gerade noch einen Bericht drüber gelesen und auch einen YouTube-Bericht gesehen. Das ist schon ganz kriminell, was da aktuell im wahrsten Sinne los ist. Und da sollte man sich vielleicht mal Gedanken machen, haben die Cops wirklich Zeit? Ist das wirklich so wichtig, zu kontrollieren, ob einer durch eine gesperrte Straße irgendwie durchfährt, anstatt da die Verbrecher von der Straße zu holen? Ich glaube, da ist die Priorität nicht ganz richtig gelegt. Und jetzt haben wir natürlich das Problem, ich hatte Hamburg gerade eben angesprochen, dass es nämlich folgendermaßen aussieht. Laut Umweltbehörde richtet sich das Gesetz, also diese Gesetzesänderung, Anpassung, das neue Gesetz jetzt, Zitat, an Städte, die derzeit ihre Luftreinhaltpläne ausstellen und damit nicht an Hamburg. Hier gäbe es bereits eine Regelung. Das ist natürlich richtig, aber wo ist denn jetzt das fucking Problem, hier eine Anpassung dessen zu machen, weil wir von einer ganz anderen Ausgangsbasis ausgehen müssen? Das heißt, Hamburg sagt ganz klar, uns bleiben die Fahrverbote auf den betroffenen Straßen vorhanden. Kann ich nicht nachvollziehen. Das finde ich, ist schon eine krasse Nummer. Und das ist eine ganz klare Sache. Das liegt an den Grünen. Das muss man so sagen. Rot-Grün regiert in Hamburg. Der Innensenator Andi Grote von der SPD verhandelt deshalb mit der Umweltbehörde von Jens Kerstan, so heißt er, das ist der Grüne, der dafür zuständig ist in der Umweltbehörde. Und Zitat, das ist jetzt eine krasse Aussage hier, ja, ich bin bei der Bild, aber egal. Doch der ist erklärter Autohasser und Fan der Verbote, die er selbst verhängt hat. Da braucht man sich in Hamburg in absehbarer Zeit wirklich nicht darauf einstellen, dass da mit den Fahrverboten irgendwas für uns im Sinne der Dieselfahrer passiert. Die nächste Nachricht bezieht sich mal wieder auf VW. Also da ist immer wieder Neuigkeiten. Also es bleibt weiterhin wirklich spannend. Und jetzt bezieht es sich aber auf die USA. Und ich dachte eigentlich, das Thema in den USA wäre so beendet. Die haben ja insgesamt genau Straf- und Entschädigungszahlungen von mehr als 25 Milliarden Dollar bezahlt in den USA. Also das ist so ein krasser Wert. Absolut faszinierend, um wie viel Geld es da geht. Aber jetzt werden verklagt VW selbst und auch ehemaliger VW-Chef Winterkorn von der Securities and Exchange Commission, SEC oder SIC, das ist die Börsenaufsicht in den USA. Und wir bekommen die ab und zu ja in der letzten Zeit auch wieder häufiger mit, weil der Elon Musk ja auch so ein bisschen was am Twittern ist, das denen nicht gefällt, dass den Börsenkurs beeinflusst und so weiter. Die sind schon sehr, sehr aktiv und jetzt geht es nämlich darum, zitiere nämlich jetzt hier von der FAZ, VW habe dort von April 2014 bis Mai 2015 Unternehmensanleihen und verbriefte Wertpapiere in Höhe von 13 Milliarden Dollar ausgegeben, während Topmanager des Konzerns bereits von den Abgasmanipulationen gewusst hätten. Der Konzern habe nie, Zitat, die Hunderte von Millionen Dollar zurückgezahlt, die bei der Wertpapiergeschäften auf betrügerische Weise eingenommen habe. Volkswagen hat da natürlich eine komplett andere Sichtweise. Sie sieht da keinen Geschädigten in diesem Fall und kann das deswegen nicht nachvollziehen. Aber wir wissen das, die USA sind knallhart und gerade beim Geld, da verhängen die USA auch mal einfach krasse Strafen, die sind in Deutschland nicht vorstellbar. Wo wir hier den Herrn Winterkorn nochmal haben, ich finde das auch krass, man bekommt wirklich sehr wenig von dem Herrn Winterkorn in der deutschen Presse mit, dass noch irgendwelche Verfahren gegen ihn in Deutschland anhängig wären und laufen. Da hatte sich ja letztes Jahr auch ein bisschen was getan, aber in der letzten Zeit habe ich da echt nicht mehr viel mitbekommen. Wenn ich ja was verpasst haben sollte, gerne in die Kommentare unten reinschreiben. Was man eigentlich noch so mitbekommt von Herrn Winterkorn, der Herr Winterkorn hat ja seine Millionenzahlungen bekommen, also seine Bonizahlungen. Versteht mich nicht falsch, der Mann hat gearbeitet, keine Frage. Der hat Leistung erbracht, der hat einen wirtschaftlichen Erfolg für ein Unternehmen gemacht. Ich bin auch Unternehmer. Ich kann das voll und ganz nachvollziehen. Es ist absolut legitim, dass man dafür honoriert wird. Ich stelle das auch nicht in Frage, ob das kritisch zu betrachten ist, dass jemand 10 Millionen Boni bekommt. Bei ihm sind es sogar hier 16 Millionen Boni in einem Jahr. Also verdient inklusive Bezahlung. Die Bezahlung ist in der Regel immer eine kleine Nebensache. Man bekommt Vorteilsaktien oder auch eine Bonuszahlung. So what? Das finde ich gar nicht so kritisch zu betrachten. Kritisch finde ich es zu betrachten in Kombination dessen, was er gewusst hat. Das weiß man noch nicht so ganz genau. Vielleicht hat er es auch nicht gewusst. Das muss ihm erst nachgewiesen werden, ganz klar. Ist halt ein fader Beigeschmack einfach. Weil wenn das so ist, dass er es gewusst hat, konjunktiv, dann muss man wirklich darüber nachdenken, ob diese Bonuszahlungen gerechtfertigt sind und ob die nicht irgendwie geschädigt
Beschäftigten oder auch dem Unternehmen oder den Mitarbeitern, die entlassen werden, 7000 an der Zahl. Irgendjemand hat mir gestern in dem Video widersprochen, dass das gar nicht so wäre, dass die entlassen werden. Sorry, das sind die Quellen, die ich benutzt habe. Die sind auch immer in der Infobox verlinkt. Da steht's drin. Einfach mal nachlesen. 7000 Stellen sollen in Deutschland abgebaut werden. Vielleicht sollte man diese Zahlungen dann eher an die Mitarbeiter geben. Ja, last but not least, da haben viele von euch richtig sehnsüchtig drauf gewartet. Jetzt gibt es quasi sexy Modelle bei Tesla. S, E, X und Y wäre das quasi. Aber das E war ja schon belegt, das durfte der Elon Musk nicht verwenden. Deswegen ist es das Modell S3XY, also S3XY, sexy zu lesen. War halt so geplant von vornherein, wie man gelesen hat. Ich blende euch jetzt an dieser Stelle hier auch mal ein paar Bilder von dem gerade heute Nacht Model Y, also Y, vorgestellten Fahrzeug ein. Das ist ein Midsize-SUV, relativ kleiner. Ich sag mal, der erinnert mich stark an den VW T-Cross zum Beispiel. In dieser Klasse wird er unterwegs sein. Vielleicht auch so VW Tiguan. Finde ich relativ interessant. Ist absolute Geschmackssache, wie einem das Fahrzeug gefällt. Ich bin nicht der SUV-Freund. Ich finde die halt ja, nicht so praktikabel. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Beginnt hier bei $39.000 in den USA vom Preis her. 0 auf 100 sind 3,5 Sekunden und 150 Meilen ist Topspeed. Standardbatterie 230 Meilen. Die große Longrange-Batterie mit 300 Meilen. Mit dieser Reichweite kann man wirklich problemlos auch mal längere Strecken fahren, wenn man einen Geschäftstermin hat oder ähnliches und muss nicht zwangsläufig nach 50 oder 100 Kilometern anhalten und zwischenladen. Last but not least gibt es hier von dem Deutschen Städte- und Gemeindebund auch noch eine kleine News. Es geht nämlich darum, dass sie der Meinung sind, die wir auch hier vertreten, dass Fahrverbote oder Eingrenzungen auf verschiedenen Straßen in verschiedenen Städten, wie zum Beispiel in Hamburg, dass das dazu führt, dass natürlich mehr Staus kommen. Ist ja auch ganz logisch. Wenn Kiel zum Beispiel hingeht und sperrt eine Spur komplett für Dieselfahrzeuge, ist so irre, damit die Dieselfahrzeuge nicht mehr so nah an der Messstation vorbeifahren, damit die Messwerte dadurch besser werden, dass dadurch natürlich mehr Stau auf der einen Spur ist oder auch sich der Verkehr einfach ja nur verlagert. Das ist ja, ich schaffe ja von einem Problem, was angeblich vorhanden sein soll, auf einer Straße, verlagere ich dieses Problem nur zu einer anderen Position. Und das kann ja nicht der Sinn der Sache sein. Dementsprechend, Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Signalisiert es mir gerne mit dem Daumen nach oben. Schreibt eure Meinung gerne kritisch unten in die Kommentare rein. Haut rein, bis zum nächsten Video. Es bleibt weiter entspannt.